damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ja. Hey, mein Inventar ist voll. Ja, super, geht direkt wieder gut los. Ich gehe jetzt... Ist ja nichts Neues bei dir. Ich gehe jetzt, nachdem ich schon 9 Diamanten habe, reichlich Redstone, fast 4 Stacks, ne, 3,5. Ein bisschen Lapis, Eisen. Du hast 3,5, 6 Diamanten. Redstone. Ich habe auch zwei Slabs, Stacks, Red. Und da bewegen wir uns jetzt erstmal nach oben, machen mal eine Diamanthacke, bringen mal ein bisschen Wasser mit, um mal ein bisschen Obsidian zu machen. Und dann können wir nämlich in der Nether. Dann geht's endlich mal in Nether, genau. Ja, ich freue mich schon richtig, mit euch in den Nether reinzugehen. Und was machen wir später? Was machen wir später? Wir gehen in Nether. Mann, die Vorlage. Fexra, ich denke, du warst auf einem Rap-Battle, jo. Ach so, sorry. Ich dachte, du hast mal was gelernt. Aber Schrick, ich hab da aber nicht mitgemacht, das hast du verkannt jetzt irgendwie. Ja, aber du, da musst du was abfärben. Du warst doch bestimmt der Junge, über den wir geredet haben in der letzten Folge. Julians Block. Wer es nicht gesehen hat, der muss da noch reingucken. Nee, der dann am Ende das Mikrofon genommen hat. Ja. Ja, das war ich leider nicht, ich trinke ja nicht mehr. Ich trinke ja kein Alkohol mehr. Naja, aber du riechst. Insofern hat die Story schon gestimmt. Aber du riechst. Das wäre ja schlimm, wenn ich nicht riechen würde. Ja. Da hätte ich ja keinen Geruch. Da hättest du den Sinn weniger, ne? Ja, eben. So, jetzt die ganze Strecke nach oben. Ich meine, manchmal wäre es bestimmt von Vorteil. Ja, ne? Vor allem, wenn dich jemand nach dem Schlafplatz fragt. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn ich dich zu Hause besuche. Nee, da riecht's gut. Ihr labert deine Kritze. Niemals. Er hat angefangen. Niemals. Niemals. Du warst auf dem Rap-Battle. Was hast du Freitag gemacht? Was hab ich denn am Freitag gemacht? Ich überleg gerade. Bin ich auf einer Treppe richtig? Ja, ne? jo. Was hab ich denn am Freitag gemacht? Was war denn am Freitag? Genau, ich bin zu Hause übelst auf einer neuen Serie hängen geblieben. Was denn? Weeds. Ach nee, Weeds, ach Rick. Ich fand die am Anfang übelst dämlich. Das war so Serie. 2005, Alter. Ja, ne. Das ist ja das Geile, weißt du, du sitzt da vor 8 Staffeln, du weißt, ja, kannst gucken. Du hast mindestens 4-5 Tage Spaß. Was? So lange brauchst du da? Also, da ist ja selbst deine Frau besser bei The Walking Dead, Digga. Nee, die hat schon länger gebraucht. Für alle Staffeln? Ja, 8 Tage. Für alle Staffeln? Nein, die 6. können wir ja noch nicht gucken. Ja, ab alle aktuellen Staffeln. Alle. Ja, ja. Ja, die geht 40 Minuten eine Folge bis eine Stunde, ne? Ja, und von Weeds geht bloß 28 bis 30 Minuten. Siehst du? Wo sind denn jetzt hier die Stones? Hier sind ja gar keine Stones. Rollen. Cleanstone habe ich ja gar nicht. Ah, ich habe mir jetzt übrigens, war Samstag im Kino und habe mir jetzt Tarantino angeguckt. Ach, schon? Ja. Der läuft schon 3 Wochen. Ohne mich. Ja, du wolltest doch nicht. Ich wollte nicht. Ja, wir haben drüber geredet, jetzt sagst du, weißt du, Facts, aber im Kino, da bezahlst du Popcorn, da bezahlst du Cola, dann noch für die Frau, da kaufe ich mir die lieber auf Blu-ray, da hab ich schon mehr davon. Ernsthaft? Von deiner Aussage. Da ging es um Tarantino? Oder ging es da auch mal einen anderen Film? Da ging es um deine Aussage, warum du nicht ins Kino gehst. Ja, aber bestimmt nicht wegen Tarantino. Da wäre ich nämlich hingegangen. Ach, da wärst du hingegangen? Ja, ist ja Tarantino. Ja, den Fall habe ich jetzt gesehen. Ja, ich meine, Fexer, würdest du zu Limp Bizkit aufs Konzert gehen? Da brauchst du schon 6 Mal, ja. Und warum nicht zu Störkraft? Ach, da willst du nicht aufs Konzert. Rick, das ist so ein dummer Vergleich, der absolut keinen Sinn ergibt. Oh Mann, ey, nee, aber es ist klar, dass er die Nazi-Schalter in den Keller da rausholt. Weißt du? Ja, na klar. Aber das hat überhaupt keinen Sinn, deine Aussage. Natürlich, wenn du mit mir einen scheiß Film ins Kino gehen willst, wo ich Haufen Kohle für bezahlen muss, ja, dann ist das gleiche, als wenn du für eine scheiß Band auf uns Störkraft-Konzert gehst. Aber wenn da Limp Bizkit oder The Rolling Stones spielen, ja, also quasi der Quentin Tarantino oder Filme, ich ja. Ich muss mich mal ganz kurz, wenn mein Mikrofon ausschlägt und pegelt, Nachbarträt trat Musik wieder auf. Aha. Ja. Und ziemlich basslastig und ich sehe es bei mir rechts nur am Bildschirm, wie der Pegel die ganze Zeit hochwummert. Okay, ich krieg's bisher noch nicht mit. Ja. Wo ist denn eine Diamantenkiste? Rick, die Frage, aber um das nochmal abzuschließen, war doch, ich hab dich doch gar nicht gefragt, ob du mit in den scheiß Film willst. Ja, eben. Warum fragst du mich nicht?
Und dann, ob du mit mir ins Kino gehen willst zu einem Film, zu diesem Film. Und dann meintest du, nee, ich kaufe mal lieber auf Blu-ray. Echt? Explizit zu Quentin, habe ich das gesagt? Ich habe noch letztens zu dir gesagt, dass, also letztens auch schon eine Woche her, dass die Hateful Eight rauskommt, ein neuer Tarantino-Film. Ich habe dir sogar noch den Trailer geschickt. Den Trailer geschickt. Möchte ich gern sehen. Und dann haben wir ich gehe halt mit jemand anderem ins Kino, ist okay. Nein, ich komme nicht mit. Danke, dass du fragst. Ja, du bist ja auch kein Tarantino-Fan. So. Tarantino, Alter, wer guckt sich denn sowas an? Ich komme dann. Ja, du, jetzt bist du wohl bockig und willst mich gar nicht fragen, wie ich ihn fand, oder was? Nö. Was soll ich denn da fragen? Bockig, du bist jetzt bockig auf deine eigene Unfähigkeit. Was denn für eine Unfähigkeit? Na, einfach mitzukommen. Na, ich wäre mit dir ins Kino gegangen. Wärst du eben nicht, jetzt wärst du mitgekommen. Ich wäre mitgegangen. Ja, ich hätte dich sogar gefragt. Der Film läuft fast einen Monat, Alter. Lügt doch nicht. Ja, das hat doch damit nichts zu tun, wie lange der Film läuft. Ob du mich da fragst oder nicht. Das hab ich doch schon. Wo der anlief. Hast du mich nicht gefragt? Natürlich, da kam doch die Unterhaltung mit deiner blöden Blu-ray. Ich such den Weg nach unten. Jetzt leck doch mal ab. Ich lecke überhaupt nicht ab. Ja, gut, Rick. Lass das Thema jetzt. Sag mal, wir sind doch irgendwann zwischendurch durch eine Höhle gekommen. Ich fand ihn gut, so. Der Rick, das ist so ein Arschloch. Na, du bist ein Arschloch, du gehst ja nicht ins Kino. Ja, halt's Maul. Nee, komm, das reicht jetzt. Dick, sag mal bitte irgendwas. Also was anderes. Dick, hast du... Hero, ganz Scheiße. Der muss wieder provozieren. Also ich an deiner Stelle hätte mir das Geld gespart und hätte mir eher eine Blu-ray gekauft. Ja, also. Schön. Das war schön, ja. Oh, ich versuche mich jetzt mal irgendwie nach oben zu buddeln, in der Hoffnung, dass ich hier auf dem Weg. Ach, du bist aber noch nicht draußen, oder was? Nee. Weil mir keiner einen Weg zeigt, weißt du? Da hast du denn mittlerweile mal wenigstens Inventory Tricks? Nein. Immer noch nicht. Ja, weil du alleine ins Kino gehen willst. Sigmar, bist du so egoistisch und hast du das immer noch nicht gemacht? Ich finde das unmöglich. Ja, weil du mich nicht gefragt hast, ob du mit mir ins Kino gehen willst. Genau. Wegen dir, Fexer. Ja, du willst ja nicht. Sick. Du bist schuld, Fexer. Merkst du das jetzt? Echt mal. Nee, die Presse ist dran schuld. Du mit deiner Lügenpresse hier. So, wo gehst du denn hier raus eigentlich? Seid ihr schon wieder so weit, dass ihr rausgehen könnt? Nee, ich hole gerade Obsidian. Na, Alter, ich habe weiß, wie viel Red ich habe hier. Naja, aber. Red Color geladen? War auch viel Redstone, aber. Ich kann ja trotzdem noch weiter nach Diamanten suchen. Na gut, wenn sie das wollen, Sir. Ja. Dann mache ich weiter. Ja, ich bitte dir darum. Ich mache jetzt weiter. Jupsen. Jupsen. Ach Gott, jetzt brauche ich ja die Diamanten. Hocke. Alter, warum dreht er immer so auf, ey? Das check ich nicht. Was hört denn der? Ich, keine Ahnung, ich krieg nur mit, dass der eine ölsten Bass rein hat, also drinne hat. Ja, so macht's ja keinen Spaß. Ohne meinst du, ohne Bass? Ja. Schlager lässt sich ja wenigstens irgendwie sofort ja so erkennen, aber das erkenne ich gerade tatsächlich überhaupt nicht. Ohne Bass geht's nicht, Rick, ey, du musst das Bier holen. Was? Ah, das dauert eine Weile, ich habe jetzt auch eine Weile gebraucht. Ach hier. Das war wieder so ein Musikerwitz, weißt du, über Bassisten. Ach so, ich dachte, es gibt nämlich noch ein Bier, was Bass heißt. Ach so? Also B-U-Z-Z. Bass. Gibt auch einen Superhelden, der so heißt. Buzz Lightyear war kein Superheld. Doch. Ja, doch. War ein Comic-Figur. Ja, dass du sofort weißt, was ich meine, finde ich gut. Na klar. So, jetzt erzähl mal was. Ich hack hier stupide Obsidian ab und das ist irgendwie gerade langweilig. Wie viel brauchen wir eigentlich? 3 und 6 und 4, 10. Ja. Oder wahlweise 12, wenn wir es ein Stück größer machen wollen. Richtig. Wo bauen wir das hin? Wir wollen es ja nicht reinbauen, ne? Ne, wir müssen das irgendwo anders hinstellen. Aber ich wäre dafür, dass wir das mal oberirdisch irgendwo platzieren. Ja. Können wir machen.
Ja, auch dafür, dass wir keinen Raum ringsherum bauen. Ich will mal sehen, ob da tatsächlich. Ja, ich will mal sehen, ob da tatsächlich so ein Gast rüberkommt oder nicht. Okay. Ich hab das noch nie gesehen. Ich halte das für ein Gerücht. Ich glaube, das ist. Ich glaube auch nicht daran, dass ein Gast rüberkommt. Irgendwie so eine Erfindung von irgendwelchen großen YouTubern, weißt du? Hast du das mal gesehen in einem YouTube-Video? Nein, aber immer so ein Gronkh hat immer davon geredet, dass das passiert oder passieren kann. Und ich habe das aber bis jetzt noch nie. Ich bin in die Lava gesprungen, nein! Och, Rick, du hast ganz Gelumpe. Oh, ich wollte gerade das Wasser blazen, das gibt's nicht. Ach so. Ich hab's aber rausgeschafft. Ich hoffe, meine Spitzhacke liegt da noch. Ach so, du hast ja schon deinen Diamant hat. Ich hab schon das ganze Obsidian abgebaut. Ach du Scheiße. Und bin voll in die Lava gesprungen. Ach, ich bin da an dem Weg vorbeigefahren. Jetzt weißt du nicht, wo du hin musst, oder? Ja, doch, ich krieg's noch hin. Warte. Ach so, Sigdar, Neus hat mir vor uns geschrieben. Ja. Neus! Und da hat er mir geschrieben, einigen wir uns darauf, dass wir beide einen schlechten Orientierungssinn haben. Unentschieden. Worauf war das angespielt? Das hatten wir uns in der Folge unterhalten, dass Texas so einen schlechten Orientierungssinn hatte in Ark immer und dann gesagt hat, dass es gar nicht so schlimm war. Dann haben wir festgestellt, dass er da Glück hatte, dass Neus noch schlimmer war als er. Ach so, ja, das stimmt allerdings, ja. Ich habe mir übrigens jetzt am Wochenende habe ich mir das Stick of True Let's Play komplett reingezogen. Mhm. Unzensiert. Alter Finne! Also South Park Stick of True, falls das heute irgendeiner von euch nicht kennt. Rexer kennt das ja. Kennst du die unzensierte oder die zensierte Version? Ich habe die unzensierte gespielt. Du Russische. Du Russische? Ich hab's gekauft. Ja, würd schon sagen. Es ist ja so krass, was Chefkoch. Teilweise der Chefkoch oder die Nazi-Föten oder ja. Alter Finne, also das ist ja echt South Park at its finest. Also was ich tatsächlich richtig krass fand, ist, was für ein geiles MMO die da drum gestrickt haben. Ja. Also das ist echt übelst schlau und übelst gut gewesen. Kommt ja jetzt der zweite Teil raus demnächst? Ich hab alles gesaved, Jungs, ich hab alles gesaved. Schön. Ja, ich fand das auch geil, muss ich ehrlich sagen. Und bin mal gespannt, was sie aus diesem zweiten, im zweiten Teil dann noch so machen. Nur ein, was fand ich halt nicht so schön. Was fandst du nicht so schön? Das haben sie ja logischerweise so gemacht. Die haben doch alle hier irgendwelche Rollen gehabt, ne? Magier-mäßig und so. Magier, Dieb und ja. Ja, und Jude gab's ja auch. Genau. Ja, das letzte Play, was ich gesehen habe, haben sie auch einen Juden gespielt. Von wem hast du denn geguckt? Von Pete Smith. Ach so. Was fragst du da? Ja, eigentlich. Oh, Diamant. Nee, ich mag das immer. Das ist einfach nur ein persönlicher Geschmack. Ich mag halt immer sowas nicht mit Gnomen, Kobolden, Magiern, Zauberern. Deswegen ist es ja ein MMO. Naja, da kannst du. Damit das nicht mag? Nee, damit das irgendwie Sinn ergibt. Und du könntest es ja auch einfach anders machen. Nee, das glaube ich nämlich eben nicht. Du hättest es nicht anders machen können. Weil wie willst du die Story, die dort verpackt haben, das sinnvoll verpacken mit so viel Gameplay-Elementen, die sie reingepackt haben? Das kannst du nicht anders verkaufen als bei einem MMO. Aber ich finde das halt so geil, wie sie das halt noch auf die Schippe genommen haben. Das fand ich halt so übelst cool dabei. Ja. Also es war jetzt irgendwie nicht so ein übertriebenes MMO, wo du sagst, wo du drauf gucken musst, dass du halt die und die Attacke machst und den Debuff oder den Dot noch auf den Gegner drauf spellen, damit du ja den größten Crit-Schaden mit rausholst oder was Gott das für ein Scheiß, sondern es war Alter, halt was eigentlich. Wenn das für Fremdwörter an der hier um sich spielt. Was labert du? Aber ich verstehe es. Nee, ja, ist cool. Mir hat das Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon eine Weile her, aber ich weiß, dass ich teilweise sehr oft lachen musste. Ja, ich musste auch bisher alles oft lachen. Ah, dazu muss man natürlich diesen South Park Humor auch mögen. Ja. Und vor allen Dingen. Ich habe halt ein paar South Park Folgen auch noch geguckt. Wollte ich gerade sagen. So ein paar Insider-Dinger. Ja, ein paar Sachen halt mitkriegt. So schlimm ist es halt nicht, aber. Ja, es geht auch ohne, aber es ist halt einfach lustiger, wenn man es kennt. Ja. Es geht auch ohne. Das ist zum Beispiel, wenn der halt. Dich tragen für die Story halt. Der Typi hier, wie hieß der nochmal, der so stottert? Mr. McKee? Oder was? Nee. Timmel. Nein, Timmy war der Behinderte. Ach so, ja, das ist ein total tolles Publikum. Genau, weißt du den? Genau, den. Jimmy.
Jimmy, genau. Und wenn der halt jedes Mal anfängt, über Verzauberung zu reden. Enchant. Enter? Enchant. Mentable? Und dann so Enchantment. So, und wenn du das halt nicht weißt, dass der Jimmy halt so einer ist, dann lachst du da halt auch nicht so richtig. Aber ich Dass der musste so da, einer ist. ja, dass der halt so stottert. So. Und ich wusste halt übelst, ich lag halt unten, vor allem weil du halt warten musst, bis du das Ja. dann skippen kannst. Und das fand ich halt auch noch so grandios. War echt cool. Du weißt, das wollten wir damals sogar noch aufnehmen, weißt du es noch? Ja, aber da haben wir noch beide geglaubt, dass wir das zu zweit spielen können. Ja, das wäre aber schön gewesen, weil du hast ja immer einen zweiten dabei. Genau, Hätte das Sinn wäre halt eigentlich ergeben. ziemlich cool gewesen, wenn das tatsächlich so Konnte man gemacht aber hätte. nicht, ja. Konnte man Nee. nicht, nee, leider. Oder lernst du es für den zweiten Teil? Ja. Und dann war ja noch das irgendwie diese Zensurthematik halt auch noch so ein bisschen das, was mich ja dann auch noch ein bisschen abgeturnt hat. Aber wenn ich gesehen habe, wie Peetsmeet das geregelt hat, dass die tatsächlich dann einfach die Nazi-Binden wegzensiert haben. Einfach verkrieselt oder was Ja, meinst du? Okay. schwarzen Balken oder verkrieselt halt. Und das hat ja dann, das macht ja durchaus Sinn, das so zu machen. Und die haben ja die ganze Zeit, also diese Nazi-Zombies haben ja auch Sieg Heil gerufen und so ein Blödsinn. Das haben die zum Beispiel nicht wegzensiert. Und sie haben es auch ein paar Mal vergessen, die Nazi-Binden wegzuzensieren. Und das war kein Problem. Nee, anscheinend ist da nichts passiert, also. Ich finde das sowieso irgendwie, das ist wieder so ein fragwürdiges Thema. Also in einem Film Ja, für in dem die Film ist es Story halt und erlaubt. aus geschichtlichem Hintergrund etc. ist es erlaubt, Ja, aber in ja. dem Spiel nicht. Ja. Weil mit der Begründung, weil du ja da drinnen selber eine Rolle spielst. So, finde ich es aber irgendwie eine total blöde. Nee, finde ich auch, ist auch total Wo Bullshit, weil packe ich denn das letztendlich. Obsidian rein? Mal mit beim Diamanten. Ja, kannst du machen. Okay. Also, ich finde es auch Bullshit, weil letztendlich, man sagt halt, bei Filmen ist es ja auch Kunst, sage ich mal, irgendwo. Und das da bei Spielen nicht anzuerkennen, finde ich halt dumm. Finde ich doof. Also, ich finde, das ist genauso künstlerisch und das sollte halt, eine künstlerische Freiheit steht da halt auch mit drin. Und keiner, der zum Beispiel bei South Park geguckt hat, geht dann durch die Gegend, sagt halt, ich töte keine Nazi-Zombies, weil ich bin Nazi. Oder was auch immer. Ja, So, seid keine ihr Ahnung. bereit? Ich mach's Portal an. Oh. Mach's bitte, ja. Bin immer noch unten und bin am Farmen. Es geht Ich jetzt los hab meine ganzen in Spitzhacken verhackt. Es geht jetzt los in Nader. Ja, aber ich habe keinen Plan, wo ich Komm ich bin. zurück. Passt auf, Leute, wir machen das so. Wir werden das Portal in der nächsten Folge anzünden. Oh. Und da warten wir jetzt noch. Wir beenden jetzt die Folge, genau. Warten, bis die Jungs hier hochkommen. Und dann machen wir die nächste Folge an. Und dann gehen wir ab in Nader. Oh, geil, ich freue mich. Mal gucken, wie das aussieht. Da war gerade Diesmal. wieder eine Roboterstimme. Mal gucken, ob das in der Aufnahme Ja, zu hören ist oder nicht. Mal gucken. ja. Gut. Jungs, Ja. macht euch auf den Heimweg und Leute, Ja. wir sehen uns übermorgen wieder, wenn der Fexer seine Sicht wieder präsentiert. Dann machen wir's. Bis dahin, Leute. Ciao. Tschüss.